Dann schauen wir gleich mal weiter. Ich habe eine Teilnehmerliste dabei, da darf ich euch bitten, dass ihr euch eintragt. Ihr kriegt ein Newsletter über die Themen, wo wir immer wieder vorstellen und berichten. Ihr kriegt ein Video, ihr kriegt einen Zugang zum Praxisratgeber und da haben wir immer wieder Videos, Erfahrungsberichte und Forschungsberichte drin. Wenn ich das mal rumgehen darf. Dann zu meiner Person, ich weiß nicht, ob die alle kennen, ich bin Grundhalter Michaela, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ja, das könnt ihr da ein bisschen durchgehen. Ich habe durch eine eigene Erkrankung, ich habe vor 3 Jahren einen Herzschlag machen gekriegt, ganz schön gehartet und immer wieder geschaut, was kann denn so los sein. Bin dann auch irgendwann auf den Bioscan gekommen und war dann ganz begeistert und ich habe auch oft die Aussage gekriegt, von den Bioscan-Messungen, naja, wenn sie ein paar Jahre früher kommen, dann haben wir sie vielleicht das alles ersparen können. Und das hat mich schon fasziniert, weil man denkt, ja, bei den Ärzten ist nie was rausgekommen. Da heißt es bloß immer, Herzschlag ist so langsam, wisst man nicht, was das ist. Und reagiert es dann nur, wenn wir Pausen gekommen haben, weil ich einen Autounfall gebaut habe und dann halt schon lange Pausen waren. Dann haben sie halt reagiert. Und so habe ich mich jetzt auch mit dem ganzen Thema befasst. War ich auf das wahrscheinlich gar nicht gekommen. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist für mich persönlich, ich möchte euch das jetzt auch vorstellen, die Bioelektrizität. Dass man versteht, wie wichtig dass die Strahlung von außen einfach auch oder wie schädlich das für uns sein kann. Das ist was, das man nicht riecht, das man nicht schmeckt, das man nicht anklagen kann, aber trotzdem da ist. Und das ist für mich persönlich ganz wichtig, also es ist da auch ganz schön beschrieben, der Körper produziert durch die biochemischen Vorgänge in seinem Inneren selber elektrischen Strom. Also unser Körper produziert Strom. Sonst könnte man nämlich keine EEG, die Hirnströmemessung machen und keine EKG machen. Da werden Informationen über die Nervenbahnen durch einen Wechsel aus chemischen und elektrischen Impulsen weitergeleitet. Dadurch entsteht ein elektromagnetisches Feld, das eigene elektromagnetische Feld und das ist die sogenannte Bielektrizität. Wie ich schon beschrieben habe, EEG problemlos messbar ist. Und das Feld wird auch als Aura bezeichnet. Also ich habe auch eine Aura-Ausbildung gemacht. Es funktioniert in unserem Körper so weit, das kann man sich gar nicht vorstellen, man kann das auch gar nicht begreifen, aber man sieht, oder man weiß auch gar nicht, was für Einwirkungen von außen eigentlich auf den Körper schädlich sein können. Der gefährliche und sichtbare Elektrosmog. Es hat halt jeder ein Handy, es hat jeder ein PC, WLAN haben wir überall. In jedem Hotel kriegst du halt WLAN-Passwort, sogar bei McDonalds, glaube ich, gibt es inzwischen ein WLAN. Stromnetze. Und wir werden sozusagen dauerbestrahlt. Aber wie ich schon gesagt habe, man riecht es nicht, man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, aber es ist trotzdem da und macht was mit uns. Man hat inzwischen halt auch festgestellt, die Hirn-Blutschranke, Blut-Hirn-Schranke, auf die geht es ein, auf die Hypophyse, auf die Zirbeldrüse und auf den Tinnitus. Und da kommt ja vielleicht der eine oder andere schon ein bisschen begreifbar machen oder griffig machen, was das dann im Rückkehrschluss mit uns machen kann. Wie wirkt der Elektrosmog? Als erstes setzt er den Körper unter Dauerstress. Was heißt Dauerstress? Also die Strahlenbelastung ist so schädlich, wie ich Stressfaktoren habe. Wenn ich recht unter Druck bin, das macht auch die Strahlung mit uns. Aber wir merken es nicht. Oder 90% von den Leuten merken es nicht. Dann chronisch wird der Elektrosmog, wenn er dauernd da ist. Und ich glaube, wir können ihn fast gar nicht mehr ausschalten. Die wenigsten schalten ja eine WLAN in der Nacht wenigstens aus. Die meisten haben auch ein schönes Handy im Bett, wie bei einer Ling. Das sind Sachen, wo man vielleicht nochmal überlegen sollte, gerade auch bei Kindern. Kinder gingen in der Früh das erste zum Handy, nachts das letzte vom Handy. Die haben einen viel empfindlicher, der kleine Körper. Die dauerhafte Überreizung führt zur Erschöpfung des Organismus. Also wenn
man ständig davor hat, was man oft gar nicht auskommt, wenn ich heute im Bürojob habe, dann hocke ich halt ständig vor der Kiste. Oder wenn ich in der Großküche bin und die kochen mit den Induktionsherden, das ist ein riesen Magnetfeld, was sich da aufbaut. Das ist unglaublich, was man da an Strahlung abkriegt, wo man aber nicht spürt. Und die medizinische und die psychologische Forschung beschäftigt sich mittlerweile mit den gesundheitlichen Folgen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass die schon langsam da sich mal ein bisschen damit befassen und wach werden. Dann wirkt er auf die Bildung freier Radikale. Durch die gepulste Funkstrahlung in den Zellen wird oxidativer Stress erzeugt. Das sind dann die freien Radikalen. Der Umkehrschluss daraus ist, die Zelle stirbt oder sie altert und ist dann die Entstehung für Krebs. Also wenn es abstirbt, dann ist das, weil das ist ja ein Müllprodukt, was ich dann in meinem Körper habe. Oder konnte es mitunter die Entstehung von Krebs sein. Dann stört das Gleichgewicht vom vegetativen Nervensystem. Da haben die Symptome beispielsweise Kopfweh, Verdauungsprobleme, Schlafprobleme, Kreislaufprobleme, Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck oder niedrigen Blutdruck. Also kann alles durch die Strahlung sein. Dann stört es einen Stoffwechsel. Es fördert, dass man übersäuert ist. Wenn man übersäuert ist, ist man müde, hat man keinen Antrieb, oft dann auch Nierweh oder Gelenkweh oder Muskelweh und man weiß eigentlich gar nicht warum. Da haben die Leute auch nicht aufgeklärt. Oder auch der Schulmediziner geht auf sowas gar nicht ein und sagt, wie schaut es mit der Übersäuerung aus? Also die Erfahrung habe ich gemacht. Das sind alles Erfahrungswerte, die überwiegend von mir stammen, weil ich mich mit dem Thema halt auch beschäftigt habe. Und es setzt die Funktion vom Immunsystem runter. Man ist öfter krank, man steckt sich öfter mit Viren an, man wird langsamer gesund, wenn man eine Wunde hat, die heilt schlechter. Das kann auch alles Einfluss von der ganzen Strahlung haben. Und natürlich bis auf zur chronischen Erkrankung. Und letztendlich belastet es Psyche, man ist ständig genervt, gereizt, kann sogar bis zur Depression gehen. Selbst das, da sind die jetzt schon so weit, dass da ein bisschen nachfragen und nachforschen. Und dann schlimmer sind die Hochfrequenzstrahlungen. Handy, Radar, Schnurlostelefon, WLAN. Was eigentlich bei jeder Haushalt hat. Und was sind die häufigen Symptome einer Elektrosmog- oder Funkbelastung? Vegetative Störungen, Schlafstörungen, Unruhe, Nervosität, das Gefühl, ich stehe unter Strom, ich kann gar nicht mehr loslassen, Kopfdruck oder Kopfschmerzen, chronische Erschöpfung, dass man eigentlich immer kaputt ist und weiß gar nicht wirklich warum, auch der Arzt findet nicht warum das so ist, Störungen vom Immunsystem, Infektanfälligkeit haben wir schon gehabt, können auch Allergien rauskommen und Autoimmunerkrankungen, Schilddrüsen. Oft mal mit Autoimmunerkrankung gemeint. Hormonelle Störungen, Depressionen oder chronische Erkrankungen. Dann, alles ist Energie und alles ist Schwingung. Der entscheidende Faktor im feinstofflichen Energiebereich ist die richtige Polarisation der Schwingungen. Also wenn dies richtig schwingt, dann ist es gut. Wenn ich aber eine negative Schwingung draufkriege, die nehme ich ja genauso auf, dann ist das für den Körper schlecht, weil es ja mit dem auseinandersetzen muss. Und durch das, dass wir ja so viel Wasser in uns haben, über 70%, Wasser ist ein reiner Informationsträger, sämtliche Schwingungen werden doch auch aufgenommen. Und ich glaube, die Aufgabe im 21. Jahrhundert muss sein, dass man den biologischen Regelkreis vom technischen nicht negativ beeinflussen lassen. Dass man in der Technik irgendwas machen muss, dass man die ganze Ding wegkriegt. Ja, und dann haben wir eigentlich schon beim eigentlichen Thema, um das neue Messverfahren. Das ist entwickelt worden in Amerika für die russische Raumfahrt oder Luftfahrt. Gemessen wird über Skalarwellen. Wer weiß, was das heißt? Oder wer kann sich da was darunter vorstellen? Also wir kriegen praktisch, man nimmt eine Sonde in die Hand, man kriegt die Welle durch den Körper geschickt und das, was er dann an
was wieder zurückkommt, von der Eingangsschwingung zur Ausgangsschwingung, da kann er dann aussagen, ist im Überbereich, ist im Unterbereich oder ist in der Mitte, passt das. Man spricht da von einem Bergecho, glaube ich, habe ich da beschrieben, genau. Und wir messen praktisch die Frequenz von unserer Energie. Und es ist auch nicht vergleichbar eins zu eins mit der Blutuntersuchung. Weil der Arzt misst auf einer ganz anderen Basis. Und der Arzt kann auch erst feststellen, wenn der Wert nicht passt, wenn er schon gravierend, oder ich meine, das habt ihr vielleicht selber schon die Erfahrung gemacht, ihr lasst euch einmal die Blutergebnisse mitgeben, dann heißt es am Telefon, alles gut, und dann lasst ihr den Ausdruck mitgeben und dann sagst du, oh, da bin ich grenzwertig und da bin ich im hohen Grenzbereich, aber was heißt das? Der Doktor sagt, passt schon, kontrollieren wir es halt in 4 Wochen wieder. Meistens tut sich nicht viel und selbst wenn man ein bisschen drunter oder ein bisschen drüber ist, machen die Ärzte auch noch nichts. Ich bin aber der Meinung, da muss ich dann schon umsetzen, weil da ist ja schon was im Ungleichgewicht, da passt ja schon was nicht mehr. Also ist meine Erfahrung. Mit was kann ich es messen? Also es gibt, wie ich eingangs schon gesagt, man kann halt unser Gewicht immer messen, indem wir uns auf die Waage stellen. Dann wisst man, wie schwer wir haben. Ob das jetzt gut ist für uns oder schlecht ist für uns, das sagt jetzt im Moment einmal noch gar nichts aus. Genauso ist mit dem Promillegerät, da können wir, oder testet uns der Polizist, ob wir einfach Alkohol im Blut haben oder nicht. Aber er hat halt auch einen Wert. Ein Gerät, einen Wert. Bei der Blutabnahme ist es meistens auch so, wenn ich halt zum Doktor gehe, kriege ich 4 Blutwerte fertig. Wenn ich sage, passen Sie mal auf, ich habe den Verdacht, oder meine Heilpraktikerin meint, das und das und das, kann man noch testen, dann heißt ja, das kostet 25 Euro und das kostet 34 Euro und das kostet, keine Ahnung, x. Da kriegt man dann echt eine Riesensumme zusammen, wobei es manchmal vielleicht nicht verkehrt ist, dass man sagt, okay, ist das wert, ich lasse das jetzt testen. Also habe ich tatsächlich auch gemacht. Das ist eben jetzt unser neues Messwerkzeug, der 3D-Scan. Ich kann mir jetzt schlecht was vorstellen. Da sind die Herzwellen drauf. So, was sehe ich in dem Bioscan? Das ist so ein Ausschnitt von einer Messung, und zwar über die Schwermetalle. Also wenn ich hier links rot bin, dann habe ich zu wenig. Und hier rechts habe ich zu hoch. Und am besten war, ich bin überall so wie da, in dem Grünen. Das war optimal. Und da kann ich halt ganz viele Werte testen, ob das jetzt Hormone haben, Vitamine haben, Homotoxine, Giftstoffe, Elektrosmog. Ich finde, das ist einmal ganz wichtig, wenn man sich einmal auch mit sowas befasst. Da muss ich jetzt auch aus meiner Geschichte nur erzählen, ich habe im Februar heuer eine Einladung gehabt auf den Geburtstag, habe einen Herzschritt machen, darf nicht an ein Induktionskochfeld gehen. Und die Gastgeberin sagt, mei, klang mal schnell hier und dort Nädel abdecken und schreibt mir den Ofen zu. Ich habe nicht gewusst, dass der einen neuen Ofen hat, sie hat aber gewusst, ich habe einen Schritt machen. Bin vor dem Ofen gehen, will den Deckel nehmen, blitze über mir, Druck, dass ich zurückgetammelt bin. Dann sagt mein Mann, was passiert? Sag ich, mir ist ganz schlecht. Sag ich, haben die einen neuen Ofen? Ist das ein Induktionsherd? War sofort da. Ja, das ist dann belächelt worden und Achtung. Ich war dann auch in der Notaufnahme nach diesem Vorfall. Und da hat der Arzt auch zu mir gesagt, wenn die Leute wissen, welcher Strahlung von diesem Ofen ausgeht, da hätte keiner mehr sein Ofen. Und man muss aufpassen, die Kinder, Kind im Arm, eine Mama kocht gerne mal mit dem Kind im Arm, die Strahlung geht direkt aufs Kind. Man steht jeden Tag als Frau im Unterleibsbereich davor. Also da muss man sich echt bewusst werden, was das für Strahlen macht und auch mal damit befassen. Weil die Verkäufer wissen das nicht. Denen kann man auch gar keinen Vorwurf machen. Denen wird das nicht gesagt. Man kann schnell kochen, man kann effizient, das dauert nicht lang, man spart Strom. Das sind alles Faktoren, die heute draußen zählen. Aber Gesundheit zählt anscheinend nicht. Drum, also ich bin da absolut inzwischen, wo ich sage, ich merke es halt auch total durch diesen Schrittmacher. Ich bin total empfindlich auf Strahlungen. Wenn ich an einen Platz komme, wo es recht schlimm ist, dann weiß ich, ah, ist dann schon wieder auf Zeiten. Ist so, aber leider spürt es keiner. Das ist echt traurig. Ja, was kann man daraus ableiten?
es kommt immer auf die Sichtweise an. Ja, wenn ich halt sage, ich will aber einen Induktionsherd, weil der guckt schnell, ich brauche nicht viel Strom, dann ist das Ding seine Sicht, ich habe eine andere Sicht. Aber jeder, der seine Sichtweise hat, das Verfahren entscheidet über die möglichen Auswertungsinhalte. Und da kann man halt dann auch schauen, wo setze ich jetzt an. Halt nein. Kann eigentlich der Arzt Elektrosmogbelastung messen? Weiß das jemand? Nein, kann er nicht. Da haben sie gar nicht die Möglichkeit. Und schon allein wegen dem ist das Gerät wertvoll, dass ich alle wieder mal schaue, wo bin ich da. Weil das hat ja schon ganz viel, oder kann im Körper ja schon ganz viel runterfahren lassen. Mit dem 3D-Scan kann ich halt besser messen, als mit einem Zollstock beispielsweise. Das ist schon klar, das ist jetzt lustig beschrieben. Ein Körperwaage liefert uns halt auch andere Werte als wir 1980. Heute kann ich oft mal noch eine Körperfettmessung dazu machen. Muss man aber mit Schrittmacher aufpassen. Den Fehler habe ich auch schon wieder gemacht, darf man gar nicht draufsteigen. Und also ich kann mit dem Schrittmacher sagen, wo der mit der Messung ist. Das ist gigantisch. In dem Körperscanner kann man bis zu 240 Werte sichtbar machen. Wie vorher schon gesagt, wenn ich heute beim Arzt einmal ausgefallen in Werte will, ein Schilddrüsen besteht aus 4 Schilddrüsenwerte, gemacht wird genau einer. Und der sagt eigentlich gar nichts aus. Wenn ich aber die anderen dazu haben will, dann kostet jeder Wert 25 Euro. Also bei meinem Hausarzt. Das ist auch wie was, wo ich sage, und wenn man mit der Schilddrüse Probleme hat oder was einnimmt, muss man ja das auch regelmäßig kontrollieren. Genau. Und meine Meinung ist halt auch, je mehr das ich über mich selber weiß, umso besser kann ich hinterfragen, na was ist denn schon wieder los? Habe ich recht viel Stress gehabt? Habe ich irgendwo eine Strahlung abgekriegt? Habe ich es gesundheitlich übertrieben? Habe ich zu viel Sport gemacht? Habe ich zu viel gegessen? Habe ich mich zu wenig bewegt? Dann habe ich halt auch ein bisschen anders. Eine andere Einstellung, eine andere Ansicht und vielleicht auch ein anderes Gefühl für mich und für meinen Körper. Und das finde ich halt einfach auch wichtig. Ja, und dann kann man halt auch sagen, okay, jetzt lasse ich einmal 6 Wochen Alkohol weg. Oder ich mache jetzt einmal eine Entsäuerungskur. Oder ich mache Leberballenreinigung. Wie auch immer. Oft hilft dann auch der Bioscan, dass man sagt, ah, der Darm passt nicht, mache ich mir ein bisschen einen Darm aus. Einfach alle wieder mal ein bisschen drüber nachschauen. Ja, dann der Haftungsausschluss. Natürlich, wie komme ich nicht aus der Medizin? Ich kann nicht sagen, macht das, macht das, macht das. Ich kann euch empfehlen, probiert das aus oder probiert das aus oder lasst vom Arzt einmal das oder das oder das mal untersuchen. Aber wir übernehmen keine Garantie, weil wir auch nicht die Ausbildung dazu haben und weil wir gar nicht sagen können, du hast jetzt das, du hast das. Das steht uns gar nicht zu. Ja. Dann sage ich danke, dass ihr zugehört habt. Weiß nicht, hat mir jemand Fragen? Vor einigen Jahren gab es die Bioresonanztherapie. Gibt es immer noch? Wird auch immer wieder mal noch gemacht? Werden wir in meinem Sinne auch gemacht. Ja, wenn man Beschwerden hat, sucht man immer einen anderen Weg als für die Schulmedizin. Also das ja, das hat schon auch Schulmediziner gemacht. Mhm. Ja, das machen oft Schulmediziner oder Heilpraktiker mit dazu, aber es ist ein anderer Weg. Ja, das ist schön.